Ja, hallo und herzlich willkommen in der Zisterne, wo die Ratten auf uns lauern. Ich speichere schon mal am Anfang des Spiels ab, am Anfang des Levels ab. Falls ich jetzt gleich sterbe, wie gesagt, dann befinde ich mich wieder im letzten Kapitel. Das wäre irgendwie nicht so cool. Oh, ne? Hat die Ratte mich gerade sogar gerettet beim Aufprall? Ich bin auf die Ratte gefallen. Und bin weich gefallen, glaube ich. Kann das sein? Oh, da ist die arme kleine Maus wieder. Guck mal, da liegt sie und schläft jetzt. Soll ich gleich ziehen oder macht das? Aber keinen Sinn hier drin. Ich schieb mal. Die Ratte ist so groß wie Lara selbst. Ja, das sind mutierte Ratten. Die sind mutiert. Ja, ist halt kalt und nass hier unten. Es gibt schönere Level, definitiv. Es gibt schönere Level. Ich freue mich auch jetzt schon, wenn wir hier wieder raus sind. Ich kann es kaum erwarten. Guck mal, hier tropft es auch überall das Wasser runter. Ey. Ich werde hier, glaube ich, sehr viel im Kreis laufen müssen, weil die Zisterne super viele Abzweigungen hat. Je mehr Abzweigungen ein Spiel hat, umso mehr Probleme kriege ich damit. Aber noch haben wir keine Abzweigung. Die haben wir gleich. Ach, jetzt habe ich wieder gedrückt gehalten. Nein, jetzt habe ich die Ratten rausgelassen. Gut, dass ich gedrückt gehalten habe. Nein! Warte, komm her, du! Aber die piepen so süß. Die machen so schön Pieps. Da tropft es überall runter. Noch ein Meatpack. Da kann man nicht hoch. Das Level eben hatte schon zu viele, wie ein Labyrinth. Dann wirst du noch mehr Spaß hier in diesem Level haben. Das ist schlimmer als Midas. Ich weiß, ich habe es, ich, es wimmert mir noch, es wimmert mir noch. Dieses Gesicht hier. ja, da geht's nämlich los. Da sieht man auch schon, da kann man schon mal gucken, was uns hier alles erwarten wird. Wir haben hier links zwei Eingänge. Ich höre hier doch gerade, ich höre glaube ich eine Ratte wieder, ne? Auf jeden Fall, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, Dinge zu tun. Wir haben hier zwei Eingänge, wir haben im Wasser unten auch noch Eingänge. Man sieht da oben rechts ist ein Eingang, da hinten links ist ein Eingang. Ich glaube, hier oben ist kein Eingang, aber man hat hier. Da hinten ist auch noch ein Tor. Also man hat hier mehrere Möglichkeiten, in irgendeiner Form das Level zu beenden. Ich glaube, da werde ich im nächsten Stream mich sehr lange drin aufhalten. Wir fangen mal hier mit der Ratte an. Also dieses Level ist voller Ratten und ich sehe da unten auch schon dieses eine Krokodil. Ist da unterwegs. Bekomme ich das eigentlich auch von hier angeschossen? So. Okay, also da hinten sehe ich schon, da können wir uns Munition holen. Genau, da unten müsste noch irgendwo eine Ratte sein. Ah, das Krokodil können wir auch von hier aus anzielen. Oh, da ist noch ein zweites. Oh, das blutet sogar da unten. Ah, wie konnte ich nochmal umswitchen? Boah, so war das, ne? So sah das Level damals aus. Ich finde das Wasser immer noch schrecklich. Das tut mir in den Augen weh. Und dann analysieren wir doch mal hier. Viel besser. So, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, wie man sieht. Da hinten gibt es Munition. Da oben, da über Laras, über meinem Kopf, also über meinem Kopf, über Laras Kopf kann man rein. Da hinten ist auch noch ein Tor. Da unten ist auch noch ein Tor.
Und da sind auch noch zwei Eingänge. Ja, aber die Tore waren damals heller. Guck mal, die strahlen hier richtig raus in der alten Grafik. Und jetzt ist es ja sehr schön dunkel und angepasst hier. Auch da unten hier diese Steinfiguren. Ja, sieht schon immer ganz cool aus, wenn man so hin und her switcht. Genau, und speichern können wir auch direkt mal machen. Ich meine, es ist 5 Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. So, mal gucken. Also, ein paar Fetzen sind noch hängen geblieben. Nur wie ich sie jetzt zuordne, ist dann die Frage. Ich wollte mal hier eben einmal gucken. So, genau. Also, hier haben wir halt zwei Tore, aber da sieht man schon, da braucht man auf jeden Fall Schlüssel. Ja, da hinten die Munition würde ich mir auch noch gerne holen. Ich würde sagen, mache ich doch direkt mal. Wieso, was leuchtet denn da auf der Plattform da hinten? Seht ihr das? Nee. Das ist so hell da hinten, da. Gehen wir uns das doch mal angucken. Ich glaube, ist die Ratte eigentlich tot, die da hinten? Nee, die wartet doch auf uns. Die ist doch nicht tot. Ich sehe gerade hier, die lebt doch noch. Versteckt sich hier. Na, nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Aber dass sie sich da so bereithält, ne? So, hey, komm mal her, du. Oh. Pieps, pieps, pieps. Genau, so, das war jetzt hier die Ratte. Die habe ich ja Gott sei Dank gesehen. Jetzt überlege ich nochmal eben, wie ich nochmal auf die Plattform gekommen bin. Ich glaube, ich gehe mal. Ah, ich hab schon wieder ein bisschen Leben gelassen. Hier, das meinte ich. Da ist irgendwas auf dem Boden. Aber ich glaube, das ist. Ach, das ist eine Fetze. Ach so. Das ist hier oben auch gewesen. Das sehen wir gleich, wenn ich jetzt gleich hier hochkletter. Man auch noch rein. Da sieht man es. Da war so eine Pfütze. Ich überlege mal eben. Komme ich da hoch? Ich möchte zur Munition. Nur ohne halt irgendwo runterzufallen. Oh, ganz vorsichtig. Da hinten möchte ich hin. Ein umständlicher Weg, aber ich komme irgendwie an. Irgendwie komme ich da an. Jahre später. Ist halt die Frage, muss ich mich da langhangeln? Nö, muss man gar nicht. Also, cool, dass man sich langhangeln kann, aber ich kann ja genauso gut da hinten runterfallen. Das geht ja auch. Es ist einfach so nass und dunkel und. Weiß ich nicht. Ich mag einfach lieber Level, die unter blauem Himmel sind. Wer mag das nicht, ne? Blauer Himmel ist doch einfach immer am schönsten. Und nicht so eingeengt. So. Ist da hinten noch was? Gehen wir da nochmal lang. Da sehe ich nämlich irgendwas leicht glitzern. Hahaha. Das ist halt, da sieht man es einmal hier, ne? Wie groß die Schlüssel hier damals angezeigt wurden. Und wie winzig die einfach jetzt sind. Das ist so irreführend und gemein. Deswegen, das ging jetzt noch, weil da war jetzt irgendwie Silber auf Braun. Das kann man gerade noch erkennen. Aber wenn man später irgendwie schwarzen Boden oder so hat, wie ich es im Screenshot gesehen hatte, da war irgendwie ein schwarzer Boden. Und dann war da auch ein schwarzer Schlüssel drauf. Und das ist halt dann gemein. Das ist dann gemein. Aber da hätten wir schon mal einen Schlüssel. Und hier holen wir uns die Muni.
Schlüsselbeschwerde ist raus. Ja, ich hoffe, wir werden erhört. Gut, dass mein Gehirn an manchen Stellen noch funktioniert. An manchen, nicht immer. So, jetzt wollte ich noch mal gucken. Könnte ich eigentlich von hier. Hier kann ich mich ja langhangeln. Lief da gerade was? Ich glaube, das war wieder irgendwie so ein Tropfen, ne? Da hinten, also da oben sieht man auch, dass wir da hinten Schlüssel brauchen. Also man braucht in diesem Level unheimlich viele Schlüssel. So. Speichere ich direkt mal ab, falls ich irgendeinen Fehler begehe. Jo, ich glaube, da kommen wir nicht hoch, ne? Das sieht so aus, als ob wir da direkt wieder runterrutschen, oder? Nium. Ja, das kommen wir nicht weiter. Aber gut, wie gesagt, wir haben einen Schlüssel. Dann könnten wir ja mal versuchen. Ich gehe nochmal hier unten gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Ich traue mich noch nicht ins Wasser. Genau, da ist nämlich noch ein Tor. Zwei Tore sind hier sogar. Zwei Tore. Und ja, da ist doch ein Schlüssel. Toll. Toll, toll. Was haben wir hier? Ein goldener Schlüssel, der scheint wichtig zu sein. Ja, da müssen wir auch noch irgendwie rein. Na gut. Dann nutze ich mal meinen allmächtigen Schlüssel irgendwo da oben bei den Toren, wo ich eben schon kurz vorstand. Komme ich nochmal hier hoch? Moment mal in mein Gehirn. Wie komme ich denn da? Sekunde. Das Riechen. Ich glaube, ich muss hier wieder hoch. Ja, ich muss. Warte, ich analysiere noch mal ganz kurz. Also, um da hinten hinzukommen, da hinten zu den Toren, muss ich Hilfe auf die Plattform hier wieder hoch. So, da hoch. Oh, die Grafik. Moment. Da könnte ich von da nach links rüberspringen, ne? Okay, ich habe analysiert. Und ich glaube, jetzt sollte es funktionieren. Bede. Okay, ich versuche jetzt mal meine Analyse wahrzumachen. Ach, bin ich dumm? Ich sehe es, ja. Ja, ich sehe. Man kann sich da ja langhangeln. Ist da eigentlich eine Lücke zwischen? Nee, ach, guck mal. Guck mal einer Schau. Und ich, Depp, wäre jetzt hier voll kompliziert rumgesprungen. Ich glaube, es ist schneller, wenn wir hochklettern und dann links lang. Das ist, glaube ich, besser. Ja, ich glaube. Mein Gott. Naja. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt auch mehrere Wege nach Rom. Ne? Es gibt mehrere Wege zum Ziel. Man muss nicht. Also es gibt mehrere Wege zum Ziel. Man muss nicht immer den einen einzig wahren Weg nehmen. Man kann auch mal Fehler begehen, während man sich auf diesem Weg begibt. Dann lernt man neue Dinge dazu, macht Erfahrungen und so. Ne, das ist immer wichtig, auch Fehler zu machen. Fehler machen ist was Gutes. Dann weiß man, was man beim nächsten Mal besser machen sollte. Genau. Also, neuer Versuch. Das ist wirklich nicht schwer. Ich sehe schon, wir werden den ganzen Stream einfach hier in diesem Raum uns befinden und gar nicht wirklich weiterkommen. Das ist toll. Okay, nochmal. Also, rückwärts. Wieso bin ich denn eben gesprungen? Was habe ich denn da ge gedacht? Also, mein Ziel ist immer noch, wie schon vor 20 Minuten, da hinten hinzukommen, damit ich den Schlüssel endlich verwenden kann. Den Sprung speichere ich auch lieber nochmal ab. Speichern. Das hat geklappt.
Das hat auch geklappt. So, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den linken, weil das jetzt der erste hier ist. Ah, schaffe ich das? So, bitte einmal den rostigen Schlüssel. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen weitergekommen. Endlich. Ich weiß auch noch, was hier passiert. Tada! Das weiß ich noch. Ich weiß nämlich, in meinem Let's Play haben die mich ganz schön genervt damals hier, die Kameraden. So, und hier werde ich gleich einen Trick vollziehen müssen. Gucken wir uns gleich mal an. Weil das weiß ich noch hier. Das weiß ich noch. Da habe ich auch sehr lange vorgehangen damals. Ich hoffe, das gelingt mir diesmal auch wieder. Ich musste mal eben für diesen Trick üben. Sekunde, ich übe für den Trick. Und zwar, oh, wie mache ich nochmal diesen schönen Sprung? Ah ja. Das brauche ich. So. Das brauche ich hier nämlich. Warte, ich muss eine weiter. So, einmal hier hoch. Gehen wir einmal hier rüber. Boah, ich habe auch damals so damit gekämpft, überhaupt da oben anzukommen. Ich glaube, ich weiß noch, ich bin damals so oft hier runtergefallen. Das war auch nicht mehr schön. So, versuchen wir mal hier hoch zu hüppeln. Da ist immerhin. Ja, unser Kumpel. Gut, dass ich vorher abgespeichert habe. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, warum ich so lange gebraucht habe, um da hochzukommen. Genau wegen ihm nämlich. Das ist immer. Wegen ihm. Du Blödmann. Sehe ich nichts. Jetzt hau doch ab. Flieh, flieh, du Narr. Hau ab. Geh weg. Ha, findest du den Weg etwa nicht, oder was? Weißt du nicht mehr, wo du hin musst? Genau, der haut ja nach rechts ab und dann ist er halt wieder weg. Keine Ahnung, wo er hier den Geheimweg gefunden hat. Den könnte er mir ja ruhig auch mal zeigen. So. Moments later. Wenn der Balken unten weg ist, verschwindet er wieder. Feigling ist das. Ein Feigling. So, also nochmal der ganze Spaß. Also speichern, hüpfen. Gut, dass da. Also nochmal zurück. Laufen, hüpfen. Der ist ja fies, total. Ich weiß auch gar nicht, was er hier verloren hat, uns hier so zu ärgern. Okay, ich finde, ich bin echt weit gekommen für heute. Bin wirklich weit gekommen. So, dann nächste Ebene. Ach, ja, ich bin jetzt zu früh abgesprungen. Natürlich. Ja, lass mal Feierabend machen. Ja, genug für heute. Ja, danke fürs Zuschauen. Reicht jetzt auch. Oh Mann. So für eine Sache, wo andere Leute irgendwie so 2 Minuten brauchen. Brauche ich erstmal so eine halbe Stunde. Naja, jedenfalls sind wir nun hier an der wundervollen Stelle angekommen. Echt, man kann da seitlich reinspringen. Ich habe das nie gemacht. Ich bin da. Mann! Lara! Du sollst da oben stehen bleiben. Wo ist das Problem? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Echt, also. Das ist doch. Was soll das? Man muss seitlich. Man kann aber auch da so elegant reinspringen, wie ich das eben gemacht habe.
Man kann nämlich. Jetzt kommt mein Vorführeffekt. Ich weiß, ihr könnt gerne in meinem Let's Play nachschauen. Ich bin da richtig cool damals reingesprungen. Glaube ich. Das war zu hoch, das habe ich gesehen. Das habe ich durchaus gesehen. Hä? Das habe ich doch gemacht. Wie elegant. Ja, war elegant, auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss ein bisschen von weiter vorne, ne? Scheiße. Ich will euch das beweisen, dass das Ganze auch in elegant geht. Das geht. Ich glaube, ich muss, wenn ich das so machen möchte, muss ich, glaube ich, hier so stehen und weiter hinten dann. So. Warte, warte, ich zeige euch das. Das ist, ich beweise euch, dass ich das. Ich weiß, dass das so geht. Okay, ich muss noch ein Pixel nach vorne. Noch ein Pixel. Also ein Pixel ist dann so. Nee, das war jetzt falsch. Ich mach das. Nee. Und wenn das den ganzen Stream jetzt dauern wird, dann tut es mir leid für euch. Nein, tut es mir nicht. Ja, okay. Ja, es war die untere Ebene. Ich näher mich. Ihr seht, ich nähere mich unauffällig. Das heißt, wir gehen jetzt zwei Pixel nach vorne. Das war die Kante. Das war die Kante. Das war schon gut. Das war schon gut. Das heißt, wir gehen jetzt drei Pixel nach vorne. Eins, zwei, drei. Das war eine unsichtbare Wand. Das habe auch ich gesehen. Ich glaube, man muss dann drei Schritte nach vorne gehen. Oh Gott, waren das jetzt drei oder waren es zweieinhalb? Kriegt das hin? Mann! Seitlich springen, okay. Bin ich damals auch seitlich gesprungen? Bin ich damals. Boah, ich müsste jetzt selber einmal in meinem YouTube-Kanal von vor 5 Jahren reinschauen. Aber wie springt man nochmal seitlich? Geht aber auch nicht. Man muss dann, glaube ich, mittig stehen, ne? Zweimal laufen. Ich mache mal eben was zu essen, das dauert ja wohl noch. Seitlich geht, exakt treffen. Aber exakt treffen geht ja auch mit elegantem Sprung. Aber wir können ja mal seitlich mit elegantem Sprung machen. Das speichere ich dann mal ab hier. Es war noch nicht, muss doch noch eine Ebene nach vorne. Jetzt, das jetzt, jetzt. Das war sogar auf elegant. Und so habe ich es damals gemacht. Tata. Und eine Trophäe habe ich bekommen, aber ich habe gerade nicht geguckt, wie die heißt. So, das war alles, was ich heute schaffen wollte. Mehr wollte ich heute wirklich nicht schaffen. So, wie komme ich denn jetzt, da rein. Ich glaube, ich darf das ganze Spektakel jetzt wieder zurückmachen, ne? Oder komme ich hier hoch? Ja, ich komme hier hoch. Und dann gehen wir da hoch. Und wiegen uns mal hier nach rechts in Sicherheit. Zapp, da sind wir auch schon wieder in Sicherheit angekommen. 10-mal probieren, um es endlich zu schaffen. Da ist man stolz auf sich. Ja, ne, das ist es wirklich. Man bekommt dann so ein Gefühl von so, ja, ich hab's endlich geschafft. Ich bin auf diesen einen Pixel draufgetreten, auf den ich drauftreten musste. Es geht. Oh, guck mal, da unten ist schon ein Krokodil. Schläft er? Es geht hinunter. Komme ich denn von hier oben anvisiert? Da oben rechts ist auf jeden Fall ein Hebel. Oh, der ist weg.
Muss er hin? Kommt er hier hoch? Ja, schade, denn das ist. Ah, doch, doch, wir können anvisieren. Wieso haut er mir ab? Frechheit. Aber genau, ich sehe von hier oben schon, da ist ein Hebel, da dürfen wir hin. Kommt zurück, er kommt zurück. Ich höre ihn doch da. Ach, es war eh nur noch ein Schuss. Da ist noch einer. Da liegt ihr wohl auf dem Trockenen. Ist ja noch einer? Ey! Nein, 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 nein! Ey, jetzt hört's aber mal auf. Drei Stück, wie gemein! Wenn es gegrillt wird, ist das Fleisch dann sehr eisenhaltig, weil da ja so viele Kugeln drin sind, ne? In dem Krokodil. Doch gehört. Eine Medipacke. Das brauchen wir gleich auch, ne? Ich habe ja doch wieder einiges an Leben abgezogen bekommen hier. Hier noch irgendwas drin? Hier hinter? Nö. Ja, gut, dann gehen wir mal hoch zum Hebel. Gehen wir doch mal nach oben. Boah, da sehe ich wieder nicht, wie ich am besten abspringe. Speichern. Ja, habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, dass ich da wieder gegenknalle. Ja, ich muss von vorne halt abspringen. Das hatte ich schon im Gefühl gerade so. Das wird wieder nicht funktionieren. So, wie komme ich denn jetzt am schlausten darüber? Ich peile da doch auch wieder runter. Kenn mich. Besser. Und hepp. Okay. Hebel. Speichern. Wer weiß, was da gleich kommt. Wartet da unten schon auf uns. Sitzt die da einfach so. Ich wollte gerade gucken, ist hier hinter noch irgendwas? Nee, hätte ja sein können, dass so hier hinter dem Tor irgendwas ist. Oh Mann! Also da gucke ich schon extra, ob da irgendwie was ist. Nein! Jetzt bin ich kein Mann. Die Ratte hat mich ausgelacht. Habt ihr das gesehen? Stacheln vielleicht. Möglich. Bin mir nicht so ganz sicher. Stirb! So. Oh Mann, ey. Plopp. Ja, wie komme ich jetzt am besten hier nicht auf die Stacheln drauf? Na weh, du glitschst nicht rein, ey. Mann, 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 Mann. Oh, ich hasse die Zisterne einfach. Es ist einfach schrecklich. Einfach schrecklich. Ich glaube, in dem Level speichere ich auch einfach am meisten. Ja, höre ich wieder was? Ah. Noch einer? Ich höre auch eine. Aber wo ist sie?
was für Tricks. Ganz hier nicht hoch. So. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Tor. Dahinter ist auch wieder ein wunderschöner Schlüssel, der uns da anlächelt. So sah das damals aus. So riesig war der Schlüssel hier damals drin. Wasser können wir auch, aber wir können auch noch nach oben. Da ist nämlich auch noch was. So. So, ist da hinten? Liegt da noch irgendwas rum? Irgendein Medipack? Irgendwas? Nö, ne? Okay. Dann hüpfen wir da. Nein, ich speichere lieber ab. Ich speichere ab. Jo. Dann hüpfen wir mal da hinten rüber. Und dann geht's hier zum Hebel. Ja. Cool. Dann kommen wir nämlich schon an den nächsten Schlüssel dran. Und natürlich sterbe ich. Natürlich. Natürlich sterbe ich. Was soll es auch anderes sein? Oh Mann. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe schon meine Gründe, warum ich so viel abspeichere. So, aber ich bin hier nochmal mutig, weil das hat ja eben auch gut funktioniert. So, nochmal. So, neuer Versuch. Ach, guck mal, da öffnet sich ja ein Tor. Warum? Wie kann das nur sein? Komisch. So, schnell speichern.